Momo hat gesagt, dass ich bald eine neue Freundin habe. Ich denke auch ganz klar, klipp und klar, dass ich jetzt einen viel vernünftigeren und erwachseneren Eindruck mache. Die Trennung von der Frau hinterlässt immer Spuren. Und bei mir hat sie extrem viel bewegt. Durch diesen ganzen Schmerz und Enttäuschung und Trauer, sage ich jetzt mal, mal lustige Videos machen und so ein bisschen faxen und hier sich auch mal zusaufen, das ist ja alles nicht die Antwort auf die ganzen Sachen, sondern die Antwort auf die ganze Sache ist, die Zukunft einfach mal besser zu machen und nicht mehr so in die Fettnäpfchen zu treten. Ja. Die Magda war eine fleißige Frau, doch am Ende kannst du dir so viel versprechen, wie du willst, wenn du nicht die Erwartung erfüllst, dann wird ist eine Trennung unumgänglich. Ja? Und außerdem gibt es keine bedingungslose Liebe. Das hat damals meine Mutter zu mir gesagt und sie hat es auch nicht eingehalten, weil alles passiert aus Interesse. Und wenn du nicht die Ziele von deinem Partner, von deiner Frau erfüllst, bei mir war es extrem enges Zeitfenster von 4 Wochen, wo ich praktisch sie hätte heiraten sollen, schwängern sollen, Arbeit für sie, für mich finden und gesund werden und auch in der Wohnung alles top. Ja. Das ist aus jetziger Sicht, hätte es ich machen können, ja, weil ich habe es damals nicht so gesehen, weil im Nachhinein kommt immer die Klarheit. Und es wäre einfach in 4 Wochen sehr, sehr schwierig gewesen, es zu realisieren. Ich wollte die Zeit mit dir nutzen, um einen Neustart anzufangen, um in Ruhe erstmal zu sehen, wo wir stehen, Gemeinsamkeit zu finden, mit ins Schwimmbad gehen, Kino gehen, Fitnessstudio gehen, wieder gemeinsam Sachen zu entdecken, die beiden Spaß machen. Aber dass sie sofort Kinder und Hochzeit wollte. Und ich bin ja noch so ein Idiot und habe danach gebohrt. Und naja, klar, erzählt die mir jetzt, dass sie mit Neuen ist. Das hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell so viel, so diese Ziele extrem jetzt hat. So sofort, alles muss jetzt passieren. Ich dachte, in den 4 Wochen, wir nähern uns erstmal wieder an und schauen, dass es funktioniert. Und es hat auch gut funktioniert. Und dann wurde ich aus allen Wolken geholt, als sie an diesem Tag mich verlassen hat, ohne es mir persönlich zu sagen, aber das ist ja heutzutage auch nichts mehr Ungewöhnliches. Frauen und Männer verlassen ihre Partner im Internet, da wird es geschrieben. Hauptsache man ist fein raus, alles andere ist scheißegal. Und da habe ich lange Zeit mit zu kämpfen gehabt, immer noch mit zu kämpfen, aber ich musste es als muss es als Möglichkeit auch sehen, mein Leben jetzt grundlegend zu ändern und da mal ein paar Sachen in die richtige Richtung zu bewegen und do or die, you just got one shot. Ein Schuss ist noch im Lauf und den muss ich jetzt nutzen, ansonsten ist es vorbei. Ich habe starke Probleme mit meiner Lunge, chronische Beschwerden, jetzt in dieser Corona-Zeit dann noch die Trennung. Viele werden sagen, ah, Plauzi, bist ja selbst dann schuld. Und so weiter und so fort. Hast die Frau nicht zu schätzen gewusst oder die Frau war eine Liga zu hoch für dich. Vielleicht, ja, wer weiß. Aber sie hätte trotzdem noch mal ehrlich sein können zu mir. Hätte ja schon mal gleich rein Wein einschenken können und sagen können, ja, hier, hör mal zu. Ich erwarte von dir dieses Jahr Kinder und eine Hochzeit, aber sie hat gedacht, ich wüsste das alles von alleine. Was ich nicht wusste, dass sie das alles will. Ich dachte, sie will erstmal ein bisschen noch ihr Leben genießen, ein bisschen Geld sparen für die Zukunft. Ja gut, und so ist es halt passiert. Jetzt muss ich mir Arbeit suchen. Hab das auch vor, nächste Woche. Das ein bisschen machen, ein bisschen Kohle sparen. Und dann ins Krankenhaus. Darmstädter Klinikum, eure Meinung? Und ich darf jetzt nicht mehr mich da mit den alten Sachen aufhalten, auch wenn es sehr schwer fällt, im nüchternen Kopf das so zu ertragen. Aber man lernt extreme Disziplin, man reflektiert die Sachen nochmal extrem.
und analysiert Sachen, wo man vorher gar nicht dran gedacht hat. Und das Wichtigste ist jetzt aus dieser Sache, gesund und heil rauszukommen, ohne dass man Scheiße baut, und seine Lehren mit rauszuziehen, denn die Magda wird nicht mehr zurückkommen. Die hat einen neuen Typ in der neuen Stadt, die ist abgelenkt und will von mir so wenig wie möglich wissen. Und bis zum heutigen Tag beschäftigt es mich nicht, dass sie Schluss gemacht hat, das ist ja ihre freie Entscheidung, aber ich habe sie so gut eingeschätzt, warum sie nicht das mir ins Gesicht gesagt hat. Das war dann die Feigheit, keinen Mut gehabt, keine Lust gehabt, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Aber 10 Minuten oder 5 Minuten Gespräch, mal Mut bewiesen, mal über seinen eigenen Schatten gesprungen und dafür seinem Ex-Partner viel Leid und schlaflose Nächte erspart. Ja. Weil jetzt fast 3 Monate danach, ich krieg mir immer noch Kopffix. Alter. Ich lenke mich ab mit Sport, mal früh aufstehen. Versuche meinen Scheiß auf die Reihe zu bekommen. Aber die vergangene Beziehung ist halt omnipräsent. Dadurch, dass wir halt eine gemeinsame Wohnung hatten. Und für mich extrem grausam. Das kann sie jetzt nicht nachvollziehen. Vielleicht kommt sie irgendwann später. Aber Magdalena, Mann, sag mir's doch einfach in die Fresse oder red nochmal mit mir, damit ich da ein bisschen besser mit abschließen kann mit der ganzen Aktion und dann nicht weiter. Ja, und sie sagt auch, ja, such dir eine neue. Ich habe versucht, mir eine neue zu suchen, nur das ist gar nicht mal so einfach. Das gestaltet sich schwieriger, als man das denkt. Denn nicht nur wegen Corona, sondern wir Männer haben es hier dann sowieso ein bisschen schwieriger als die Frauen. Die müssen ja nur mit dem Finger schnipsen und da haben die einen neuen Schwanz in ihrer Pussy. Ja. Wir Männer haben es da ein bisschen schwieriger. Und jetzt auch gerade mein ganzes Leben so alles durcheinander. Ich meine, das färbt ja auch ab. Und die Frauen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, war ganz ehrlich gesagt keine dabei, wo ich mir sage, die ist für eine Beziehung geeignet oder die passt zu mir. Oder ganz ehrlich gesagt, jeder hat seine Fehler, keiner ist perfekt. Aber die Magdalena war schon eine sehr, sehr gute Frau. Und ich habe es nicht beabsichtigt, dass sie geht. Ich wollte ihr auch nicht das Gefühl geben, dass sie sich bei mir nicht mehr wohlfühlt oder ungebeten fühlt, ja, was sie mir am Ende vorgeworfen hat. Es war ein emotionaler Streit. Da sagt man manchmal Sachen, die man so nicht mal gemeint hat oder bereut im Nachhinein. Aber ich wollte niemals, dass sie geht. Sie sagte, sie muss jetzt an sich denken und ich in meiner Situation hatte einfach viele Sachen hinterfragt, ein bisschen Panik bekommen, ein bisschen überreagiert. Aber was soll man sagen, meine Freunde? That's life. Over Givot je Opoznan. Das Leben ist gefährlich. Man muss jeden Schritt, jeden motherfucking Step genau überlegen. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Videos mit mir und Gangster Jens, dann drückt jetzt mal einen Daumen hoch, meine Freunde, beim YouTube-Channel Nummer 1 in Darmstadt. Seid gespannt, was hier noch passiert. Einschalten, abonnieren und analysieren bei TV Plauze, meine Freunde.